New York Zoo. Uwe Rosenberg ist back. Und ob das was für euch ist, wie das funktioniert, ich sag's euch, bleibt dran. Hallo zusammen, herzlich willkommen bei Meeple Dad. Heute mit New York Zoo. Ein Spiel von Uwe Rosenberg, erschienen beim Feuerland Verlag. Ein Spiel für bis zu 5 Spieler, 1 bis 5 Spieler. Ab 10 wird das empfohlen. Halte ich persönlich für ein bisschen hoch. Das kann man sicherlich schon mit 8 spielen. Aber ich zeige euch jetzt erstmal, wie das funktioniert. Und danach gibt es mein Fazit. Also bleibt erstmal dran für den Quick Check. Ja, herzlich willkommen im New York Zoo. Ich habe euch das hier mal aufgebaut, wie es am Anfang aussieht. Der kleine Elefant kommt noch kurz darüber. Und wir befinden uns hier jetzt in New York, natürlich im Central Park. Da gibt es einen schönen Zoo. Vielleicht ist es der. Ansonsten gibt es ja auch noch einen schönen Film mit Tieren aus dem New York Zoo. Vielleicht ist der hier ein bisschen dran angelehnt. Zumindest die kleinen Pinguine sehen so aus. Ja, ich sage euch kurz, worum es geht. Und zwar geht es darum, ihr habt hier ein Areal bei euch auf dem Tableau. Und jeder muss nun dieses Areal mit Gehegen und mit anderen Dingen möglichst schnell vollpuzzeln. Der Erste, der hier alles lückenlos vollgepuzzelt hat, der gewinnt das Spiel. Die Wiese hier zählt nicht dazu, sondern nur dieses braune Areal. Das muss vollgepuzzelt werden. Und wer das am schnellsten geschafft hat, der gewinnt das Spiel. Ja, wie kommen wir nun an diese Puzzleteile? Das sage ich euch gleich. Die liegen ja hier schon in der Mitte aus. Das habt ihr bestimmt schon mal bei anderen Spielen so ähnlich gesehen, so ein Rundentableau. Wir gehen hier gleich mit dem kleinen Elefanten einmal rum. Aber neben dem Elefanten haben wir natürlich noch andere Protagonisten bei uns hier im Spiel. Und das sind die Tiere, denen wir gleich hier die Gehege bauen. Und zwar ist das einmal ein Eisfuchs, wir haben einmal ein Flamingo, wir haben ein Erdmännchen, wir haben ein Pinguin und wir haben ein Känguru. Das sind die 5 Tiere, die uns hier in dem Spiel zur Verfügung stehen. Wunderschön gemacht, das seht ihr hier, kleine Holzmiepelchen, fasst sich super an. Das mag der Meeple Dad. Ja, wie kommen wir nun an diese Plättchen ran? Das ist ganz einfach, wir bestimmen einen Startspieler. Und dann fangen wir auch schon an, mit dem kleinen Elefanten zu gehen. Wir gehen jetzt hier rum. Je nach Spieleranzahl haben wir jetzt eine gewisse Reichweite, die wir mit ihm haben. Und zwar sind das hier, in dem Fall für 4 Spieler, 1 bis 4 Felder weit dürfen wir gehen. Was haben wir für Felder? Was zählt hier als Felder? Als Felder zählen einmal diese Spots, wo die Puzzleteile auslegen. Solange da Puzzleteile liegen, liegen da später keine mehr, zählt es auch nicht mehr als Feld. Und wir haben diese blauen Tiererwerbsfelder, wie sie heißen, die zählen alle als Felder. Nicht zählen sind diese Tiervermehrungsfelder, das sind diese braunen hier, die zählen nicht als Feld, hier darf man nicht stehen bleiben. Ja, also wir gehen jetzt mal, wir fangen natürlich an auch mit schon Starttieren. Wir haben hier oben, bevor wir Gehege haben, haben wir hier oben Häuser, Tierhäuser und da hat jeder hier oben jeweils ein Tier abgedruckt, das ist in dem Fall ein Känguru und ein Erdmännchen. Das heißt, hier nehmen wir uns ein Erdmännchen und ein Känguru und stellen die schon mal da rein. Ja, was machen wir jetzt? Also wir müssen uns möglichst schnell natürlich Gehege bauen. Das ist ein möglichst große Gehege. Wir haben hier jeweils 3 Gehege immer liegen. Wir dürfen uns immer das oberste nehmen. Die sind auch der Größe nach sortiert. Das heißt, die großen kommen oben, die kleineren, je weiter man nach unten geht, desto kleiner werden diese Gehege. Aber am Anfang, wie gesagt, kriegt dann wohl jeder ein großes. Ja, ich darf jetzt 1 bis 4 Felder gehen, das mache ich mit ihm hier. Ich zähle dann mal 1, 2, 3, gehe bis hier drüben, dann habe ich hier ein von den oberen und dann lege ich mir das hier hin. Wo darf ich mir jetzt diese Puzzleteile hinlegen? Die darf ich mir überall hinlegen, wo ich möchte. Ich kann es mir mitten reinlegen, ich kann es mir unten hinlegen. Da ist man völlig frei und wenn ich später Puzzleteile kriege, kann ich die auch irgendwo hinlegen. Die müssen nicht an das erste angrenzen. Es gibt nur 2 wichtige Regeln. Natürlich nicht außerhalb. Ja, also sie dürfen jetzt nicht hier überstehen über das Feld. Und die dürfen auch nicht überlappend sein. Das heißt, wenn ich später eins nehme, dann darf man die eben nicht so überlappend legen, sondern die müssen natürlich angrenzend sein. Ja, aber das sind auch schon alle Regeln, wie wir diese Puzzleteile legen. Was müssen wir jetzt machen, wenn wir ein Puzzleteil gelegt haben? Das ist zwingend notwendig. Wir müssen ein Tier dort platzieren. Ein Tier nehmen wir uns hier aus unseren Tierhäusern und dann stellen wir das jetzt hier rein. Dann ist das jetzt ein Känguru-Gehege. Wichtige Regel.
Hier darf nun kein anderes Tier mehr in dieses Gehege. Es ist ein Känguru-Gehege. Wenn ich da einen Eisfuchs reinstelle, fühlen sich beide, glaube ich, nicht so wohl. Ja, also, es bleibt dabei, das ist nun ein Känguru-Gehege. Kein anderes Tier darf da nun rein. Ja, dann ist auch schon der nächste an der Reihe und dann geht es immer so weiter. Wir nehmen es mal an, es kommt jetzt, ich bin schon wieder dran, dann gehe ich hier auf das nächste große Feld und dann nehme ich mir dieses Feld hier und dann puzzle ich das hier hin. Und da muss da auch wieder ein Tier rein und dann nehme ich mir das Erdmännchen und stelle das da rein. Jetzt seht ihr schon, jetzt habe ich beim nächsten Mal wahrscheinlich ein Problem, weil ich habe nämlich keine Tiere mehr und kann die auch nicht mehr dann dementsprechend in die Gehege setzen. Das ist aber zwingend notwendig, denn eine wichtige Regel ist, wenn ich keine Tiere habe, die ich in die Gehege reinsetzen kann, dann darf ich mir auch keine Plättchen nehmen, dann darf ich mir keine neuen nehmen. Wie kriege ich jetzt nur neue Tiere? Klar, im Tiererwerbsfeld. Das sind diese blauen hier. Das heißt, ich bleibe nicht hier irgendwo stehen, sondern bleibe dann auf so einem blauen Feld stehen und nehme mir dann die Tiere, die hier sind. Das heißt, in diesem Fall ein Flamingo und ein Erdmännchen. Das heißt, Flamingo und Erdmännchen nehme ich mir aus dem allgemeinen Vorrat und stelle mir die jetzt hier rein. Beim Erdmännchen könnte ich jetzt in diesem Fall, da ich schon ein Erdmännchengehege habe, könnte ich mir das auch direkt ins Erdmännchengehege reinstellen. Eine weitere Sache, die ich noch machen könnte, angenommen, da würde schon ein Erdmännchen stehen und ich kaufe mir jetzt hier eben Flamingo und Erdmännchen. Flamingo stelle ich hier rein und den hier stelle ich natürlich ins Erdmännchengehege. Dann dürfte ich noch als Zusatzaktion einen Tier damit hineinstellen. Ich darf pro Runde zwei Tiere in ein Gehege stellen, vorausgesetzt, das passt da rein und vorausgesetzt, ich habe es hier auch in meinem Fundus. Oder es ist in einem anderen Gehege. Es kann auch sein, dass ich noch irgendwo ein anderes Erdmännchengehege habe. Dann dürfte ich das auch von dort da reinsetzen. Wichtig ist nur, es darf niemals ein Feld leer gemacht werden. Das heißt, wenn das Erdmännchen in einem anderen Gehege alleine wäre, dann dürfte ich das nicht rüberziehen, weil dann das andere Gehege leer ist. Ich darf das Gehege nicht leer machen, indem ich da ein Tier von hinschiebe oder beziehungsweise davon wegnehme. Ja, das sind auch schon die Dinge, die wir hier machen. Jetzt kommen wir natürlich noch zu den Tiervermehrungsfeldern. Da bleibt man nicht drauf stehen, sondern die werden aktiviert, wenn es passiert wird. Ja, das heißt, wenn der nächste Spieler dran ist und er geht jetzt 1, 2, 3 bis hierhin, dann würde nachdem der Spieler hier seine Hauptaktion gemacht hat, das heißt in dem Fall hätte er sich jetzt die beiden Tiere genommen, hätte sich auch hier im Puzzle teilnehmen können, hat er dann das gemacht, dann findet die Tiervermehrung statt und die Tiervermehrung gilt für alle, also nicht nur für den, der da hier rübergezogen ist in seinem Zug, sondern für alle. Tiervermehrung heißt, wenn ich zwei Tiere einer Art in einem Gehege habe, dann vermehren die sich. Also in dem Fall jetzt hier die zwei Erdmännchen, die würden dann ein dazu bekommen. Und schon haben sie sich vermehrt. Das ist die Rosenbergsche Vermehrungstheorie. Aber so funktioniert es eben in diesem Spiel. Das Känguru ist alleine, kann natürlich keinen Nachwuchs bekommen, denn wie soll das funktionieren? Wenn ihr wisst, wie das funktioniert im Tierreich, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Aber hier in diesem Spiel funktioniert es jedenfalls nicht. Ja, und so geht es immer weiter. Und es ist, wie gesagt, das Ziel, hier möglichst viel, möglichst alle zuzupuzzeln. Jetzt bleiben natürlich hier mal kleine Felder über, hier zum Beispiel dieses Zweierfeld. Wir haben keine Tiergehege, die Zweierfelder beinhalten. Wir haben aber Zusatzplättchen und Bonusplättchen hier oben, die eben da reinpassen. Das sind Attraktionen, die wir haben. Wir haben eine Achterbahn, wir haben kleine Fressbuden, wir haben ein Karussell. Sowas kann man sich dann bauen. Aber wie komme ich jetzt da dran? Ganz einfach. Sobald ein Gehege voll ist, auf allen Spots mit den Tieren, die da reingehören, dann automatisch in dem Moment räumt man die alle ab, die kommen wieder weg, das Gehege ist leer und man darf sich nun in dem Moment ein Plättchen davon nehmen. Das heißt, ich könnte mir jetzt hier so ein Zweierplättchen nehmen und könnte dann hier meinen Spot bepuzzeln. Das bleibt nicht aus in so einem Spiel. Es wird nie hinkommen, dass ihr wirklich es nur mit diesen Puzzleteilen fertig bringt, hier alles zu verbauen. Das ist, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit dafür ist äußerst gering. Also ist man schon darauf angewiesen, so etwas zu haben. Das heißt, ich muss immer schauen, meine Gehege möglichst schnell voll zu kriegen, immer Tiere parat zu haben. Denn ist hier mal alles leer, dann kann ich mir kein neues Plättchen nehmen. Also in dem Falle achte ich auch immer drauf, von wegen, lasst mal meine Häuser hier voll sein, damit ich auch meine Gehege bestücken kann.
Man kann natürlich auch erstmal durchgehen, möglichst schnell, und dann schauen, dass man möglichst groß die großen alle abgrast am Anfang. Die müssen aber auch dann passen. Da muss man dann aber schauen. Man kann sich auch die Puzzleteile vorher anschauen. Das heißt, wenn ich jetzt dran bin und ich sage, ich komme mal hier 1, 2, 3, 4 weit, das heißt, die beiden könnte ich mir gleich nehmen, dann nehme ich mir hier dieses Fragezeichen, lege das dahin, wo ich das hin habe, dann kann ich bei mir gucken, ja, okay, das passt mir jetzt nicht so. Dann nehme ich mal den hier, lasse das Fragezeichen auch da, um zu sehen, okay, da muss ich das gleich wieder hinlegen. Und dann möchte ich lieber den, jawohl, alles klar, kann ich ja hinlegen. Ihr dürft die auch drehen und wenden, wie ihr wollt, um das möglichst passend bei euch reinzulegen. Ja. Das sind auch schon letztendlich die großen Regeln des New York Zoo. Also eine Sache noch klar, falls ihr mal hier auf sein Tiererwerbsfeld kommt und ihr seht jetzt zum Beispiel Erdmännchen und Eisfuchs und ihr habt jetzt hier sowas hier und ihr wollt gar kein Erdmännchen oder ihr könnt es gar nicht platzieren, also angenommen, hier wäre auch noch voll. Das können wir ja auch mal eben kurz machen. So, machen wir das so. So, und ihr seht jetzt, okay, ich nehme mir jetzt Erdmännchen und Eisfuchs, die kann ich aber nirgendwo platzieren, weil A, meine Häuser voll sind, hier habe ich ja nur 4 Häuser, und zum anderen habe ich ein Flamingo und ein Kängurugehege, das heißt, die könnte ich gar nicht unterbringen. Dann darf ich mir statt dieser beiden Tiere ein Tier meiner Wahl nehmen, aber dann auch nur eins. In dem Fall zum Beispiel wäre das vielleicht ganz angebracht, einen Flamingo zu nehmen, den stelle ich mir hier rein, und wir haben es ja gelernt, ein Tier darf ich dazustellen, wenn ich es habe. Und dann würde ich das so machen, so hätte ich dann hier 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen, hätte dann mehr Flamingos in dem Gehege und ich hätte auch hier wieder einen Spot frei, falls ich mal wieder einen Tiererwerb tätigen möchte. Aber ich denke, hier würde ich mir als nächstes jetzt ein Gehege nehmen und da meine beiden Pinguine reinstellen. Das wäre vielleicht der bessere Zug. Ja, und so geht das immer durch. Man kann natürlich immer gucken, na, was braucht denn mein Gegner jetzt, wenn der als nächster dran ist, sodass ich ihm hier so ein bisschen in die Suppe spucken kann und ein Plättchen nehme, was er vielleicht gerne hätte. Oder ich nehme mir eine Tiervermehrung, weil ich sehe, oh, der braucht hier gerade Eisfuchs und Flamingo, da ist er jetzt drauf aus. Dann stelle ich mich da jetzt drauf und ich nehme die und er kriegt die nicht. Dann hat er ein Problem mit seiner Tierhaltung. Das kann man natürlich alles machen, das sind taktische Finessen. Dass man so ein bisschen Würze damit reinbringt im Sinne von Interaktion zwischen den Spielern. Ansonsten wird das nicht langweilig, die Downtime hält sich ja hier auch in Grenzen, weil dieses dreimal ziehen, einmal reinpuzzeln, das ist wirklich schnell gemacht. Und meistens oder oft ist man ja dann auch dran mit der Tiervermehrung, dass man dann da auch in seinem Zoo die Tiere vermehrt. Da muss man eben ein Auge drauf haben. Ja, geregelt ist das mit den Startspielern noch so, dass hier noch geregelt ist, dass man den Startspielerbonus ein bisschen aussetzt. Hier ist jetzt zum Beispiel im Spiel für 4 Spieler, ist das jetzt der 4., der dran ist. Hier haben wir den Startspieler, ne, 4 Spieler und ein, hier ist die 1. Und das heißt, der hat hier nur 2 Häuser stehen. Das heißt, er hat grundsätzlich ein größeres Areal zu bepuzzeln und er hat hier weniger Platz zur Tierhaltung. So wird dann eben versucht, das Manko auszugleichen, das man hat, wenn man eben nicht der Erste ist, der an der Reihe ist. Ja, so wird das gemacht. Dann haben wir auch noch verschiedenes, ändert sich dann von Spieleranzahl zu Spieleranzahl. Hier haben wir 5 Spieler. 5 Spielern ist das Gehege auch wieder ein bisschen kleiner. Und wir haben auch noch im Solospiel, da haben wir dann das ganze Areal zu bepuzzeln. Klar, da hat man keine Gegner, da hat man ein bisschen mehr Zeit und muss dann eben schauen, wie man da möglichst schnell mit möglichst vielen Punkten dann das Ganze tut. Ja, ansonsten war es das für New York Zoo. Ich hoffe, ihr habt da einen guten Eindruck von bekommen. Und was ich darüber denke, das kriegt ihr jetzt wie immer im Fazit. Ja, das ist New York Zoo. Ein typischer Uwe Rosenberg mit Puzzle-Elementen, wie wir es von ihm kennen, wie er das schon in diversen Spielen getan hat. Jetzt mit einem Zoo-Mechanismus, das ist auch nicht so ganz neu. Das gibt es auch schon im Bärenpark, das gibt es vielleicht auch schon so ein bisschen bei Draftosaurus, da nicht mit Puzzeln. Dann diesen Rundwegmechanismus, das hat er schon in vielen Spielen gemacht, sei es bei Cottage Garden, sei es über Indian Summer. Die ganzen typischen Rosenberg-Dinger, die funktionieren natürlich so. Ja, das ist von der Mechanik her, ist das nichts Neues. Das ist aber in einem unglaublich schönen Gewand.
Ja, das ist, kommt mit diesen kleinen Miepeln. Da bin ich wieder, das ist der Miepel-Dad. Ich stehe auf solche kleinen Miepel, wenn die alle verschieden sind. Die Tierarten hier, die Flamingos und die Erdmännchen und die Schneefüchse und was, wie auch immer, der kleine Elefant zur Runde. Das ist wirklich schön gemacht. Das ist etwas, das ist die alte Mechanik vom Rosenberg in einem schönen neuen Gewand. Ja, man kann natürlich Spiele immer anders gestalten und immer eine neue Mechanik wieder reinbringen. Irgendwann wiederholt sich das Ganze aber wieder. Uwe Rosenberg, der bleibt sich treu. Ja, der bleibt bei dieser Puzzle-Mechanik. Es ist auch eine schöne Mechanik, die funktioniert, die läuft rund, die ist leicht zugänglich. Und wenn man das dann nochmal schön neu verpackt, das Thema ist auch nicht neu, dieses Zoo-Spiel und man baut sich da was zusammen und man puzzelt sich was, das ist alles nicht neu. Aber die Kombination von dem Rosenberg-Mechanismus, diesem Rundweg und diesem Zusammenpuzzeln und dann Tiere drauf, Tiere runter, wie verteile ich hier meine Tiere, muss man noch ein bisschen nachdenken. Das ist toll gemacht. Ich mag dieses Spiel unglaublich gerne. Für mich, wenn ihr mich fragt, kommt das bestimmt auf die Nominierungsliste oder zumindest auf die Empfehlungsliste zum Spiel des Jahres. Ich glaube, da wird das landen. Wir werden mal sehen, ob ich recht behalte. Aber es ist wunderschön. Es ist noch ein bisschen teuer. Das liegt mit Sicherheit an den vielen Miepeln, die da drin sind, an den kleinen Holztierchen. Aber wenn ihr möchtet, wenn euch das gefallen hat, was ihr jetzt eben schon gesehen habt, dann legt euch das zu, wenn ihr noch keinen Rosenberg habt. Wenn ihr schon einen Rosenberg habt, nach dem Motto, wie gesagt, Cottage Garden oder Indian Summer oder wie sie alle hießen, und ihr gesagt habt, ach ja, nee, das ist jetzt nichts, dann lasst es sein. Wenn ihr das aber schon schön fandet, dann findet ihr das noch schöner. Das es gibt ein schönes, schönes neues Feeling für ein nicht ganz neues Thema zugegeben und auch für einen nicht ganz neuen Mechanismus auch zugegeben. Aber es ist so wunderschön. Manchmal braucht man auch ein Spiel, was schön ist. Und das ist einfach nur schön. Schön übrigens auch, dass ihr dabei wart. Von mir, ach so, eine Kaufempfehlung, ne? Wo ihr das kriegt, findet ihr hier unten im Video. Und ansonsten lasst ihr mir natürlich ein Like da. Nicht für das Spiel, aber vielleicht für mich oder für das Video. Und vor allen Dingen, wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt, abonniert mich, empfehlt mich weiter, Glöckchensymbol abonnieren. Und dann geht es auch schon bald weiter mit mehr vom Meeple Dad. Das war New York Zoo, Uwe Rosenberg. Und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal, euer Meeple Dad.